Sadhguru, wenn ich Volunteer beim Inner Engineering Programm bin, ist mein Energielevel sehr hoch. Wenn ich dasselbe Geschirr zu Hause spüle, habe ich nicht das gleiche Energielevel. Wie kann ich mein Zuhause, meine Arbeit, alles wie im Ashram gestalten? Du solltest alles an mich abgeben. Wirklich. Ich werde ohnehin nicht jeden Tag kommen und in deinem Haus essen. But in your mind you must give it away. Aber in deinem Kopf musst du es abgeben. Weil du es hier als ein Angebot machst, ist es eine schöne Sache. Zu Hause machst du es als lästige Pflicht, es ist eine hässliche Sache. Beide Male die gleiche Arbeit, nur du bist es. Nicht wahr? Gleiches Geschirr, gleiche Arbeit, nur du, die es entweder freudlos oder freudvoll machen kann. Also auch das, was du zu Hause oder im Büro machst. Warum machst du es nicht als ein Angebot? Was hält dich davon ab? Ich werde nicht kommen und deinen Lohn stehlen. Ich werde nicht kommen und deine Mahlzeit essen. Warum tust du es nicht einfach als ein Angebot? Es wird wunderbar funktionieren. Es wird nicht nur deshalb wunderbar funktionieren, weil sich deine Denkweise geändert hat. Vor allem wirst du empfänglich für die Gnade. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste in deinem Leben, für Gnade empfänglich zu werden. Wenn diese eine Sache nicht da ist, ist dies eine schwierige Aufgabe. Eine ziemlich unmögliche Aufgabe. Ich will nicht sagen, es ist unmöglich. Aber qualvoll. Wenn du mit der Gnade gehst, gleitest du mühelos und freudvoll. Wenn du zu laufen versuchst, ist es eine sehr qualvolle Reise. Ich habe nicht verstanden, wofür es gut sein soll, wenn jemand den Prozess des Lebens für sich selbst unangenehm macht. Wir wissen nicht, was für große Dinge du in deinem Leben machen wirst. Ob du den Mount Everest besteigen wirst oder nicht. Ob du 100 Meter in 8, nein, wir sollten 7 Sekunden sagen oder nicht. Ob du Bolt schlagen wirst oder nicht. Ob du ein Milliardär werden wirst oder nicht. Wir wissen es nicht. Aber du verdienst diese eine Sache, dass der Lebensprozess eine angenehme Erfahrung für dich war. Diese eine Sache muss bei dir passieren, nicht wahr? Diese eine Sache hat jeder Mensch verdient. Ist es nicht so? Andere Dinge gemäß ihren Fähigkeiten. Alle anderen Dinge gemäß ihren Fähigkeiten. Diese eine Sache hat jeder Mensch verdient, dass du die Erfahrung des Lebens zu einem angenehmen Vorgang machst. So viel muss geschehen, nicht wahr? Andere Dinge, die wir nicht kennen, sie mögen passieren, sie mögen nicht passieren, weil sie verschiedenen Gegebenheiten unterliegen, nicht nur dir. Solche Gegebenheiten haben nicht nur mit dir zu tun, nicht wahr? Solche Gegebenheiten haben mit so vielen Dingen zu tun. Diese eine Sache kannst du tun. Wenn diese eine Sache passiert, ist das Leben schön. Entsprechend unseren Fähigkeiten wird jeder tun, was wir tun können. Darum geht es doch im Leben, oder nicht? Aber dieses eine sollte passieren. Also, du musst immer ein Volunteer sein. Was es bedeutet, ein Volunteer zu sein, heißt, to volunteer means you're doing your life willingly. Sein Leben bereitwillig zu gestalten. Das ist alles, was es bedeutet. Wenn du jetzt sagst, ich bin ein Volunteer, bedeutet das, dass ich alles, was ich tue, bereitwillig tue. Ja? Das ist also deine alleinige Wahl. Du kannst dein Leben entweder bereitwillig oder unwillig leben. Wenn du es bereitwillig lebst, wird es zu einer Liebesaffäre. Wenn du es widerwillig lebst, wird es zu einer Vergewaltigung. Wenn du es bereitwillig lebst, wird es zu deinem Himmel. Wenn du es widerwillig lebst, wird es zu deiner Hölle werden. Ja? Das ist doch der ganze Unterschied, oder? Alles, was du in deinem Leben tust, wenn du es bereitwillig tust, ist es eine schöne Sache. Wenn es dir unwillig widerfährt, ist es eine schreckliche Sache. Ist es nicht so? Also bedeutet ein Volunteer zu sein, nicht Geschirr zu waschen, nicht Gemüse zu schneiden, nicht dieses oder jenes, sondern zu lernen, in jeglicher Lage willens zu sein, so dass du jeden Augenblick deines Lebens bereitwillig lebst, nicht widerwillig. Weil in dem Augenblick, in dem der Widerwille kommt, selbst wenn dir das Schönste passiert,
Fühlt es sich so an, als ob du vom Leben fertig gemacht wirst? Ja oder nein? Widerwillig, wenn du nicht bereit bist, aber wird dich in den Himmel schieben, du wirst leiden. Woher weißt du, dass du nicht schon im Himmel bist? Gibt es irgendeinen Beweis? Hast du einen Beweis in den Händen, dass dies nicht der Himmel ist? Dann? Because you're unwilling, even the heaven is ugly. Weil du nicht willens bist, ist selbst der Himmel hässlich. Wenn du willens bist, ist es sehr schön. Und nur wenn du willens bist, bist du für die Gnade empfänglich. Ansonsten musst du dich für jeden Schritt abplagen, was nicht einfach ist.